Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mafia 2. So, wir sind hier nach dem Gemetzel hier in diesem Rohbau oder was auch immer das war. Und ja, jetzt braucht hier unser guter Joe einen Arzt und. Ah ja. Weil die Taste gerade zum Sprint benutzt. Ich suche mir hier mal gerade ein Auto. Gucken. Ich hätte gerne. Dies Foster, hier? verdammt! Ich habe ihm doch nichts getan! Oh nein, er bringt uns alle um! Na komm, steige ein. Och, wie er da reingewarbt wurde hier. Hä, was? Ich wäre hier gleich gesucht. Scheiße. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. Draco fliegt dich wieder zusammen. Ja. Gut, ich wäre hier gleich auch schon gesucht. Ist super. Verdammt, jeder Atemzug ist wie ein Messer. Vielleicht sollte ich das Auto einfach nochmal wechseln. Ruhig. Vielleicht würde das was bringen. Schauen wir mal. Hör mal, Vito. Danke. Ansonsten würde ich sagen, einfach. Dein Leben für mich riskiert hast. Hey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. So, jetzt aber ich halt weiß, still, bevor du mir die ganze einfach. Hose voll blutest. So, hier, dann steche ich dich nämlich wirklich an. Selber Auto. Oh nein, schon wieder. Das darf doch nicht sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Kaum wechselt das Auto, gell? Wir müssen dann natürlich so ein paar Bullen dran vorbeifahren, ne? Es war so klar. So, bei der nächsten Gelegenheit probiere ich es nochmal. Mit dem Autowechsel. Ups, ups, ups. Ne? Gucken, ob wir da irgendwie Gelegenheit für haben. Weißt du was? Ich stelle die Karre jetzt einfach hier ab und besorge mir eine andere. So, machen wir. Nehmen wir doch den hier. Ja. Diesmal knacken wir einfach das Schloss. So. Unterbrechlich. So, jetzt dürften wir doch wohl keine Hörnungssterne haben oder. Wie auch immer. So. Wunderprächtig. So muss das. Und wir sollten vielleicht dann jetzt nicht zu schnell an diesem Polizisten hier vorbeifahren. Also einen Zeitdruck haben wir hier jetzt irgendwie nicht, ne? Wir wollen ja nur, ja, ganz einfach nur ihn zum Arzt bringen. Gut. Dann brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie übermäßig schnell zu fahren oder so. Wo geht's denn? Da geht's doch auf den Berg rauf, oder? Da waren wir auch schon ewig nicht mehr. Nicht mehr seit Vito aus dem Knast raus ist. Da waren wir das letzte Mal auf dem Berg, ne? Da hat uns ja diese eine Mission dahin geführt. Alter, ich kann wieder überhaupt nicht fahren in dem Spiel hier. So, da vorne ist ein Streifenwagen. Das heißt, wir sollten hier jetzt nicht mit überhöhter Geschwindigkeit an dem vorbei heizen, ne? Wir sind eh schon zu weit, ne? Nein! Ach, hier waren wir schon mal, ne? Hier haben wir doch schon mal einen hingebracht, ne? Ja, hättest ruhig sitzen bleiben können. Oh, komm, wir bleiben jetzt einfach hier vor der Tür stehen. Vor dem. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse voll gekriegt. Und spuck. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja, aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito. Danke. Gern geschehen. Gute Besserung.
Alles klar. Zahl Bruno sein Geld zurück. Dann wollen wir doch mal zu Bruno gehen und gucken. Ist der Bruno? Dieser Karl, von dem wir das Geld geliehen haben. Ist der echt Bruno? Ich weiß nicht. Aber offensichtlich schon. Also dann fahren wir halt zu Bruno. Der Bruno. Ja, 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 ja. Bruno hört sich irgendwie so bescheuert an. Bruno ist ein bescheuerter Name, oder? Also nichts gegen Leute, die Bruno heißen. Also falls irgendeiner von euch, die hier mein Video gucken, Bruno heißen sollte. Es tut mir leid. So, genug der Spielchen. Ah, Alter, man kommt hier aber auch so scheiße schnell ins Schleudern. Vor allem, ich habe irgendwie so das Gefühl, diese Karre ist einfach, hat einfach ein schlechtes Handling. Ich muss so sagen. Meine Fresse, ich glaube, die haut einfach viel zu viel Power auf die Hinterachsen. Wenn ich das so betrachte. Ist sie schon irgendwie leicht getuned oder so? Oder voll? Keine Ahnung. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die voll overpowered ist. Das glaubt man gar nicht. Also, ihr lacht euch vielleicht hier irgendwie gerade rum, weil ich hier mit dieser Karre so schlecht zurechtkomme, aber fahrt die einfach mal selbst und dann werdet ihr es merken. Also, ihr gebt noch kurz Gas und voll rutscht das Heck hinten rum. Ja, du musst mir natürlich vor die Füße fahren, ne? Voll blöd, Mann. Das hatte ich ja auch in GTA. Wenn die Spasten mir... ja. Ja gut, dann fahren wir jetzt halt da lang. Wenn die Spasten einem vor die Fresse fahren, ne, und man quasi überhaupt keine Chance mehr hat, auszuweichen. Also man müsste ja quasi ausweichen, nur kann man es nicht. Okay, ich glaube, wir fahren direkt wieder drauf, oder? Nee. Nee, da ist aber die nächste Ausfahrt. Ich weiß nicht, ob wir da nicht gleich schon wieder auch schon rausgefahren werden. Wie weit ist es denn noch zu dem Bruno? Ich würde jetzt gerne das Geld hier loswerden und... Ah, da ist es ja schon. Okay, ich glaube, ich steige hier mal aus und ich glaube, ich muss in der Tat hier in den Hinterhof. Sieht so aus. Ja, da ist eine Tür und ein ausgebranntes Auto. Oder ist es ausgebrannt oder einfach nur ausgeschlachtet? Na, voll verrostet und ein bisschen ausgeschlachtet. Ein Motor ist noch da und ja, komm, wir gehen da rein. Na, mal gucken. Hier gucken wir uns doch mal kurz noch um. Ich frage mich ja, wo diese ganzen Steckbriefe hier versteckt sein sollen, ne? Wir haben bisher einen einzigen gefunden und die ganzen, ja, Playboy-Heftchen auch, puh. Was? Ach, das ist jetzt hier gerade nicht mehr blinkend, aber gut. Muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scarletta. Ah,
Skaletter? Ich kannte mal einen Skaletter. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Oh weh, oh weh. Ich habe den... Oh, Kapitel 15. Per Aspera ad Astra. Oyster Bay, 26. September. Ich war konnte 51? Nicht schlafen. Ich glaube schon. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Bei der Arbeit, die Errungenschaft. Neue Grafik freigeschaltet, die im Hauptmenü. Ja gut, das können wir später machen. Radio einschalten. Radio hören und Radio wieder ausmachen. So. Mann, ist das Telefon oder ist das die Haustürklingel? Telefon. Ja, hallo? Vito? Hier Eddie. Hör mal, du müsstest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. Triff Carlo am Hillwood Observatorium. Ach, du Schande, ja. Ob ich da wohl raus... Nein, das ist ja jetzt, die Haustür. Naja, war klar. Gut, na... haben wir nicht uns was... Ordentliches gekauft gehabt? Freizeitanzug. Ach du Schande. Okay, Freizeitanzug. Nehmen wir den. Einen ganz normalen Anzug haben wir irgendwie nicht, ne? Ordentlich ausgerüstet bin ich auch noch. Ja, wunderprächtig. Mr. Scaletta, würden Sie bitte einsteigen? Hey, alter Mann, was machst du denn hier? Verflucht, steig schon ein. Los jetzt! Und Sie sind... Das ist unser Freund, Mr. Chu. Okay, also was läuft hier? Worum geht's? Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße gebaut, hm? Hast einen scheiß Krieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Verarsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich habe schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chus Leuten ist tot und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Du hörst zu. Wäre ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Und deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache, daran war doch nur dieser Schwanzlutscher Henry schuld, oder? Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chu's Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich habe mich für dich stark gemacht. Du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich's nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf.
Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbürgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkrochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Leg Carlo Falcone um. Alles klar. So. Mehr kriege ich jetzt nicht gesagt. Ich soll einfach nur Carlo Falcone umlegen. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach wird. Ganz ehrlich, ich habe eher so den Eindruck, dass das ziemlich schwierig werden wird. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erst nochmal nach Hause. Und gucken mal, okay, den holen wir uns. Oder auch nicht. Gut, ich klaue mir jetzt einfach ein Auto. Komm, mach schon. Keine Angst, ich pass gut drauf auf. Bitte, lass mich leben. Ja, komm, steig schon ein, Vito. Meine Fresse. Bringt euch in Sicherheit. Was war das denn jetzt? Alter, hier regnet's natürlich. Und das macht die Traktion hier auf den Straßen noch ein wenig schlechter. Naja. Durchdrehende Reifen sind die Folge. Na, komm. Ich möchte gerne nochmal kurz nach Hause da dran vorbeifahren. Oder wobei, ich glaube irgendwie, entweder wird das jetzt furchtbar schwierig, Falcone umzulegen. Oder es kommt uns noch was dazwischen. Oder es kommt noch was danach. Weil das glaube ich jetzt nicht, dass das Kapitel hier so kurz ist. Wo das letzte doch so viel länger gedauert hat. So. Und ja. Übrigens möchte ich mich dann nochmal für diesen Part mit dem Ausmisten der Garagen entschuldigen. Hab ja den Kommentar bekommen, dass das eigentlich ziemlich unnötig war. Wo willst du denn hin? Vito? Okay. Gerade hat irgendwie meine Tastatur ein wenig versagt. Und versagt immer noch. Ah, jetzt funktioniert sie wieder. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hat die gerade voll abgeschaltet und neu connected. Alles klar. So, wo ist denn meine Garage jetzt? Wir gucken nochmal kurz. Gut. Da habe ich auf jeden Fall mal genug Arsenal. Garage. So, ich möchte natürlich mit einem meiner Autos hier rumfahren. Und zwar nehmen wir mal. Können wir den vielleicht auch reparieren noch? Nee. Irgendein Auto, das vielleicht das Ganze ist. Was? Na super. Naja, den müsste ich ja eigentlich mal nicht nehmen, der aber auch nicht. Können wir machen den ganz und nehmen ihn. So, zack. Schön stilvoll. Nein, nicht gleich kaputt machen. So. Das wäre jetzt echt bitter. Ich glaube, ich könnte einfach mal den Dings einschalten. Hier den Tempobegrenzer. Und ich würde in der Tat sogar sagen, dass wir es außer dahin zu fahren nichts weiter unternehmen werden und das auf den nächsten Part verschieben. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Knarren habe ich ja so schon nochmal in der Tat genug dabei. Ja, kann es eigentlich losgehen, ne? Okay, was war das hier wieder für Ruckler? So. Na super. Tempobegrenzer ist eine Scheißes. Eine Scheißsache, weil ja toll.
Ich könnte hier so viel schneller fahren. Na, diese Karre gibt Gas und schwupps ist sie auf der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Na komm. Und ich habe in der Tat sogar das Gefühl, habe das nämlich mal gelesen oder gehört oder keine Ahnung, dass, oder vielleicht hat auch einer kommentiert, ich weiß gar nicht mehr, dass die Autos schlechter beschleunigen, wenn Tempobegrenzer an ist. Und das habe ich jetzt gerade echt so das Gefühl, dass das tatsächlich stimmt. Aber mal so arg ist es jetzt auch nicht. Warum blinkt da die Benzinanzeige? Hatte man auch noch nie. Die Benzinanzeige blinkt, aber egal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit Tankstellen aussieht. Na doch, Tankstellen sind, haben wir ja mal Tankmarken vertickt und sind dafür eingebuchtet worden. So, wie weit ist es denn jetzt noch? Vielleicht sollte ich doch den Tempogrenzer ausschalten, damit wir schneller ankommen. Und mit Observatorium, das ist ja ganz da oben auf dem Berg, ne? Okay. Der wollte jetzt hier nicht ordentlich machen. Jedenfalls nicht so, wie ich das wollte. Ich wollte nach ihm erst abbiegen und er ist so einfach so vor mir rumgefahren. Ja, hm. So, vielleicht sollte ich doch mich ein bisschen anders orientieren und scheiß auf den Tempobegrenzer. Ich wette, es dauert nicht lang und meine Karre hat schon die ersten Beulen und Dellen. Wie immer halt, wenn ich hier durch die Gegend rase. Aber so fährt es sich doch einfach schon mal viel angenehmer. Ohne Tempobegrenzer, so ein bisschen schneller halt, ne? Und ja, wenn keine Bullen in der Nähe sind, ist es auch nicht so schlimm. So, wenn ich mir das in der Tat so betrachte, bin ich auch gleich da. So. So, weiter. Gut, spätestens vor dem Tor des Observatoriums. Den überhole mal. Werde ich anhalten. Werde ich anhalten und den Part beenden. Es ist jetzt ja relativ langweilig, da einfach nur hinzufahren, aber ich will dann halt auch noch ein wenig Spannung aufbauen. Ja, so eine Karre hatte man ja vorhin gefahren. Ja, so ein bisschen Spannung halt noch lassen und jetzt nicht gleich reinrennen und so. Und ja, ich hätte eigentlich aber auch noch hinfahren können im nächsten Part, aber das habe ich jetzt halt hier in diesem Part schon noch gemacht und gut. Hier bleibe ich jetzt in der Tat stehen und ja, den Rest des Weges machen wir dann doch im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao. Und vielen Dank fürs Zuschauen.